Ja, moin moin meine lieben Oldtimer-Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge auf der Old Valley Farm. Mit dabei ist wieder der liebe Marvin. Moin moin. Der Marvin. Servus. Ich, der Samu. So Leute, ey. Ach Jungs, ich weiß nicht, was gestern Abend passiert ist, ne? Aber irgendwie sind wir heute nicht auf Zack, Samu. Das ist totale verkehrte Feld hier. Das ist, wie kann das denn angehen, Samu? Ja, ich weiß ja auch nicht, da. Ja, wir haben Maschinen für Zuckerrüben dabei. Die Leute erklären uns doch für blöd, sag mal. Und das Kartoffelfeld. Tut leid. Nee. Ein Profi darf sowas auch mal passieren. Als wäre das so gewollt, ne? Tun wir einfach so, dass das wäre so gewollt. Wir wollen einfach nochmal nachgucken, ja, genau. Wie der Bestand so ist. Ne? Ja, das war einfach nur ein Test. So, genau. Teste dein Wissen. Ja, genau. Wir wollten unsere Zuschauer einfach nur testen, ob sie wissen, dass das ein Kartoffelfeld ist und kein Zuckerrübenfeld. Ja, und wo jetzt hin? Vielleicht haben die Leute das ja auch in der letzten Aufnahme gemerkt und spätestens da schreiben die uns schon, Leute, das stimmt nicht. Wer weiß, also... Ja. Ne? Ja. So, komm, jetzt fahr dran vorbei. Jetzt fahr, Samu. Marvin, du wartest, ne? Das ist die 54. Wir müssen zu 54. Ach, 54? Nicht 57? Ja, das war ein kleiner Zahlendreher. Oh Mann. Die Planung haben wir gestern Abend am Stammtisch gemacht. Ja, der Jägermeister, der tat mir echt nicht gut, ey. Boah. Den Pieks. Nee, da. Das geht alles auf Opa Siegfrieds Kappe. So, muss man gleich eben gucken. Ich müsste gleich eigentlich hier rechts rein sein, ne? Oh, der geht schon wieder von Touren ab hier. Nicht rechts, ich glaube erst die dritte Einfahrt. Ja, die dritte. Achso, ja, nicht hier im Wald. Nicht, dass wir uns schon wieder im Wald verfahren. Nee. Du, ja. Wie darf sowas nicht passieren? Ach hier, apropos Wald, ne? Samu, kannst du dich noch dran erinnern? Wir sind doch mal, blöderweise, das sollten wir auch nicht wieder machen. Wir sind doch mal mit dem Wasserwagen und mit deinem Auto da zum Dings da hinten gefahren. Und da wurden wir doch erwischt von irgendjemandem, ne? Ja. Yeah. Da wurde Opa Siegfried doch angeklagt. Ja. Ja. Angezeigt haben sie uns, aber ja, da haben wir eine Geldstrafe zahlen müssen. Ja, der Brief kam nur gestern, wir müssen wohl eine Geldstrafe zahlen und dann wird die, dann hat sich das wohl für uns erledigt soweit. Opa Siegfried hat gesagt, da kommen wir auch nicht drum rum und das ist besser so, als wenn wir dafür noch strafbar gemacht werden. Dann können wir lieber Geld dafür zahlen und dann hat sich die Sache erledigt. So, hier war das rein, ne? Ja. Yeah. Genau. So. Ja, so sehen Zuckerrüben aus. Und das ist auch wirklich nur das richtige Feld. Ja. Gott sei Dank. Oh. Eieiei. Oh, alla. Ich will hier den Sitz drehen. So. Aber wie kamen wir denn jetzt eigentlich auf Zuckerrüben? Haben wir jetzt die... Also ich meine, klar, das sind Anbaugeräte für Zuckerrüben. Marvin, kannst du dein MRN mal ausmachen? Das sind ja jetzt Anbaugeräte für Zuckerrüben, ne? Da habe ich auch gedacht, dass wir entweder, ich weiß nicht, ob das gestern irgendwie, ich meine, Opa Siegfried hat währenddessen, da wo wir zu Hause waren, da ja noch angerufen, ne? Beim Händler. Und da hat Opa Siegfried nach meiner Meinung auch Zuckerrüben gesagt. Da hatten wir schon ein paar Bier intus, ne? Dass das schon nicht mehr geklappt hat. So. Zum Glück war ich da nicht dabei. Ja, du bist wieder schön aus allen Sachen raus, ne? Aber jetzt müssen wir dann... Ja. Das Förderband ist jetzt... Weiß nicht, also da müssen wir dann auch mal schauen, ob das nur für Zuckerrüben ist. Oder eben halt nur für Kartoffeln. Und dann müssen wir eigentlich noch mal gucken, vielleicht holen wir die anderen Maschinen noch eben zu uns und dann reparieren wir die alten Anbaugeräte noch eben. Weil dieses hier kostet Opa Siegfried ja wieder Geld. Die Maschinen, ne, die Mietkosten davon. Ja, der Marvin schweißt da schon was noch, oder? Der Marvin. Ja, freilich. Freilich? Der hat hier. Hier so. Mit Marvin war ich ja im Schweißerkurs und er hat einen Einzug gemacht. Echt? Ja. Ja, da kannst du uns ja helfen dabei. Er war der Beste von der ganzen Klasse. So. Das hast du mir gar nicht erzählt, Marvin. So, ich hoffe, das geht. Oh, jetzt guck mal die Zapfwelle an. Uiuiui.
Oh, die ist aber unten. Hier mit dem autogenen Schweißen. Ja. So. Ja, aber wenn man autogen schweißen kann, kann man auch die Elektro schweißen oder oh, so. Oh, da kommen ja schon die ersten Rüben. So. Oh, hier ist aber gut Ertrag drauf. Junge, Junge, da. Marvin, dann fahr du mal hier, häng den ersten Anhänger ab und dann hol mal noch einen zweiten Anhänger. Stell den mal vorne auf der Ecke dahin, ne? So auf dem grünen Streifen, ne? Aber nicht auf die Fall. Wasch keine Pflegebereifung. Nee. Auf dem grünen Streifen, am Feldrand hin. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel auch in den Anhänger reinpasst. Das kann ich so auch nicht sagen. Aber der IAC, der ist schon an seiner Leistungsgrenze hier. Berghof fährt er nun mal gerade 4,3 km/h. Junge, Junge, ja. Hätten wir nicht den amerikanischen nehmen können? Ja, aber gut, aber dafür gibt's haben wir keine Pflegebereifung. Aber was meinst du, wie tief der einsinkt hier? Der poolt ja richtig durch, der IRC. Und ich meine, umso voller der wird, umso schlechter zieht er den Berg ja hoch, logischerweise. Wenn du den amerikanischen nimmst, kannst du ja auch hier mit Dreifachbereifung, vielleicht ist es auch vielleicht schonend. Ja, aber der fällt. Die Rüben sind da kaputt. Ja, das glaube ich auch. Ich muss gleich erstmal Allrad anschalten, der hat ja gar kein Allrad drin. So. Der Vorteil, wenn du das mal anschalten, Ditch. Wenn es auch schneller geht. Aber warte doch eben. Sabo, du. Ich kenne dich, du fährst mal gleich so in die Karre. Warte doch eben. Warte doch mit dem. Nein, du ja nicht. Warte mal, doch, Allrad. So, ich mach mal die ganzen Geschichte hier an. So, mal gucken, ob er gleich berghoch besser fährt. Bergrunter. Ja, wenn ich gleich wieder andere Seite berghoch fahre. Bergrunter fährt er ja logischerweise besser. Ich meine, das wäre ja was. Ne? So. Ajo. Ja, aber eigentlich ist er ja mit, ich weiß nicht, ich glaube, die beim Händler haben gesagt, die haben sogar Opa Siegfried noch gefragt, oh, habt ihr denn überhaupt die passenden Zugmaschine oder müssen wir die euch auch zur Verfügung stellen? Und da hat Opa Siegfried gesagt, ja, nee, die haben wir wohl noch, weil er weiß, dass es wohl beim Händler recht teuer ist. Ne? Nee, wir haben schon unsere eigenen. Ja, ich meine, das wäre ja auch blöd, ne? Wir müssen jetzt sehen, vielleicht können wir auch noch, weiß nicht, heute Abend oder so, denn noch eben die anderen Sachen von dem einen Schweinehof da holen und dann kannst du dir das, Samu, oder auch der Marvin sich das eben anschauen, was da eben repariert werden muss. Und ich glaube, das andere Teil wurde sogar ganz im Hüttner zurückgeschickt, weil das ja irgendwie, weiß nicht, ein paar Lagerschar oder so ein Lagerschaden hatte das, glaube ich. Da muss ein paar Lager ausgetauscht werden. Ja, das schaue ich mir mal mit Marvin an. Ja, genau. Ja, mach mal schon. Ist gleich ein Schiff. So. Vielleicht, wenn es nicht groß ist, dann können wir schauen, ob wir es auch selber irgendwie noch hinkriegen. Ja. Ja. Wo sollen eigentlich die Rüben dann hin? Gute Frage. Ja, ich würde ja sagen, dass wir ein paar Anhänger erstmal zum Schweinhof dahin bringen. Vielleicht da im Unterstand irgendwo hinkippen. Wir müssen ja sowieso nochmal, dass ich kann die Leute da vom Schweinhof dann nicht erreichen, weil. Ich weiß auch nicht. Immer ist da irgendwie besetzt oder keine Ahnung. Ein, zwei Mal hatte ich das auch, dass die Nummer nicht mehr verfügbar war. Und dann müssen wir dann, wenn es eben halt falsch ist, wir fahren da einfach hin und lassen das irgendwo erstmal da im Unterstand, kippen das irgendwo hin. Aber die Kartoffeln müssen wir ja auch noch abernten, gell? Ja, genau. Das müssen wir dann auch als nächstes machen. Beide andere Maschinen holen. Ja, die anderen Anbaugeräte. Die passen denn ja dazu. Da brauchen wir uns ja nichts mieten. Ja, das sind ja für Kartoffeln. Stimmt. Ja. Ja, nicht, dass wir uns wieder Maschinen mieten für Zuckerrüben, ne? Oh, Samu, jetzt weiß ich gar nicht. Das sieht man gar nicht so gut. Da mal aussteigen. Hä? Komm mal aussteigen. Ja, trotzdem. Hä? Der hat gerade entladen. Ach, da ist was. Ja. Ne, sieht man gar nicht so gut, aber oh, es geht gut.
Haben wir eigentlich noch mehr als zwei Anhänger oder wie ist das? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Das ja, muss man. Den größeren haben wir halt noch, aber. Wenn ich mit dem Schlagen fertig bin, kann ich auch noch mit dem Hack, ja. Achso, nee, die MF-Mulde, die gehört uns ja gar. Ja, gut, aber die können wir eigentlich auch nehmen. Beim Händler stand auch noch so ein anderen Anhänger, den könnten wir uns auch nehmen. Ja, aber so viel Schlepper haben wir doch gar nicht. Hä? Vielleicht haben wir doch gar. Leute, oh Mann, ey, das ist aber echt matschig hier, doch. Leute. Ja, mach doch halt mal Allrad rein oder mach ich doch. Aber wenn's matschig ist, dann bringt Allrad auch nichts mehr. Brauchst eindeutig hier Doppelbereifung. Ja, Zwillings hier Pflegebereifung hätte ich ja nicht haben müssen, glaube ich. Ich hab's dir doch gesagt, Samu, ne? Doch. Mach mit Majoriten kaputt. Ach. Ach, freilich. Ja, so stampf ich die noch mehr im Boden. Ja, und so. Also so viel geht jetzt, glaube ich, nicht kaputt. Nee. Freilich. Jede Zuckerrübe zählt. Ja, jetzt sitzt. Ja, Samu, jetzt sitzt. Jetzt haben wir den Salat. Und ja. Du? Was ist denn los? Ach, Leute. Den gibt's aber auch. Wir brauchen. Nee. Also so geht das nicht, Leute. Nee. Der Boden ist eindeutig zu matschig. Hauptsache, der fährt einfach durchs Feld durch. Ja. Marvin, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du die Abschleppstange, ich weiß nicht, wo die beim Hof liegt. Wir müssen die Abschleppstange haben. Ja, ich schau mal. Ach, hier ist der Motor mir gerade auch noch abgestorben. Oh. Nur fürs Protokoll, ich bin nicht durchs Feld durchgefahren. Nee, ich sitz komplett fest. Da geht gar nichts mehr. Ich kann nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Abhängen? Hä? Ja, abhängen bringt doch nichts. Ihr habt mich festgejagt, du. Nee. Hey, ja, ich schau schnell am Hof. Wenn das Opa Siegfried wüsste, ne? Wir kriegen heute nichts mehr, Leute. Das ist. Ey, wir müssen die Abschleppstange holen und dann. Vielleicht hätten wir doch den Schlüter dranhängen sollen. Ja, eigentlich wohl. Der hat ja Dampf unter der Haube, du. Eigentlich hier, hier Talentverschwendung, dass ich damit nur schlag. Ja, eigentlich wohl, ne? Ja, jetzt ist es passiert, jetzt müssen wir eben, die Abschleppstange holen. Ah, das ist doch nicht mehr wahr. Das ist doch nicht mehr wahr. Eine kleine Kaffeepause. Ja, kleine Kaffeepause, ja. Ich glaub, hier, Oma Ursula hat auf dem Hänger noch einen Kaffee und Kuchen draufgestellt. Wie auf dem Anhänger? Ja, hat auf dem Anhänger, Marvin hat mitgenommen. Echt? Hier auf diesen Anhänger? Wenn ich gefahren bin, dürfte der nicht mehr heil sein. Nee. Ach nee, dieser hier ist ja voll. So, warte mal. Ja, auf dem anderen. Oh Mann, alles verschüttet hier, du. Oh, da ist aber noch was drin. Ja. Oh, lecker. Kannst du noch rausschlecken. Oh Mann. Die ganze Suppe liegt hier schon auf dem Anhänger, du. Na, aber Oma Ursula hat noch zu ihm gesagt, dass er langsam fahren soll. Mensch. Bin ich ja. Ganze. Warte mal, ich guck mal gerade auf meinen. Aber die Gemeinde macht die Straße ja nicht. Hoppala. Doch, da ist es richtig. Ich muss mal ganz kurz auf meinen iPhone 5000 gucken. Auf der Übersicht, iPhone wo jetzt. 5000. Ja, wir haben ja alles auf den neuesten Stand und können ja überall gucken, wo die ganzen Anbaugeräte sich bei uns befinden auf dem Hof. Warte mal, haben wir jetzt überhaupt. Ja, ist alles. Alles GPS gesteuert heutzutage. Alles GPS. Voll gemein, ich mag auch so Technik. Ich bekomme sowas nie. Haben wir überhaupt die Abschleppstange? Warte mal. Wo ist sie denn? Unter Diverses, ne? Entschuldigung, ja. Nee, wir haben die gar nicht. Wir haben die gar Garage. Nicht. In der Garage? Nee, wir hatten die gar nicht. Hauptsache, ich bin den Weg umsonst dran. So. Ja, nee, du kannst die trotzdem hier vom Hof holen, Marvin. Nee, wir haben die nicht. Ja, dann hol sie halt schnell. Ja, warte. Liegt nicht beim Händler irgendwo noch? Oh Mann. Und wo soll ich sie dann holen, Samu, wenn sie nicht vom Hof ist? Nee, lass mal. Schau mal, ob da noch ein dritter Anhänger ist. Gerade nicht die MF-Mulde. Oh, Gott sei Dank weiß ich, wo die Schlüssel beim Händler sind. Ja, nur die Mulde halt. Ja, die ist vielleicht ein bisschen zu groß. So. Oh, was staubt da denn? Vielleicht,
hinten, hinter den Silos, wo die Drescher stehen. Ich hab auf mein iPhone 5000 geguckt, Samu. Wir haben den nicht. Wir haben die Stange nicht mehr. Die ist irgendwie, weiß nicht, geklaut worden oder so. Nein, ich meine. Ach so. Weiß nicht. Normalerweise. Aber Samu? Irgendwo einer sein. Samu? Ja. Von den Maschinen her sind wir ja eigentlich ein bisschen zurückgeblieben. Aber weißt du, was möglich ist? Ich konnte mich gerade teleportieren. Ja! Alter, ne? Ja! Echt nicht von heute, ey. Ja, ne? Weiß ich auch nicht. Gott sei Dank, ich. Samu, oh Mann. Oh! Ich dachte, du wolltest gerade auf die Straße laufen, junger Mann, ne? Der hat's aber eigentlich gehabt. So. Du hast den Motor auch nicht ausmachen können, oder? Nee, der soll ja nicht, dass er gleich wieder nicht angeht. Und ich weiß nicht, im Moment haben wir alles so ein bisschen mit Batterieproblemen. Ja, ja. Aber diese kann man auch mal fahren hier. Ja, diese. Der verbraucht gar nicht so viel im Stand. So. Ich will hier aber erstmal gucken, ob der. Ob dieser Schlepper hier. Moin. Wir haben nur noch den großen Drehschemel, den grauen, Samu. Den grauen? Den mit den Alu-Portwänden. Hey, welchen? Der steht bei den Dreschern hinten drin, der Drehschemel. Ach so, den Ballenwagen meinst du? Der kann ja kein Korn laden. Ja, nee, Zuckerrüben soll er ja laden. Ja, meine ich ja, Zuckerrüben kann auch nicht laden. Hä? Nee, das geht nicht. So. Ah, wo ist denn die Feldeinfahrt hier? Da. Ah, hier. Ist kaum zu. Also, ich meine, ist. Ja. Man kann auch leicht dran vorbeifahren an den Feldeinfahrt, ne? So. Da wollen wir erstmal den Kahn wieder aus dem Dreck ziehen, wa, Leute? Oh, hier. Mann, Mann. Ja, jetzt guck einfach nicht. Ich muss hier irgendwas mitnehmen, Samu. Ich werde es anschließend den Leuten verklickern. So. Okay. Soll ich ziehen, oder? Ja, lass uns das erstmal mit dem Gürtner probieren. Mal gucken, wie leistungsstark ist. So. Oh, aber hier. Der Frontlader muss eben nach oben hin. Ja. Warte mal noch kurz auf mich. Ich setz mich in den Schlepper, ne? Ja, ich muss erstmal den Frontlader. Wäre ich gerade rückwärts gefahren, du, dann. Man hätte hier alles kaputt gemacht. So. Hey. Oh. Mit welcher Taste war das jetzt noch? Warte mal. Ankoppeln. Fahrzeug ankoppeln mit X. So. Guck. Ne, aber ich sehe auch gerade schon, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Wie wir den Kahn aus dem Dreck ziehen, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Würde uns wahnsinnig freuen und dann würden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus. Ciao.